Ja, nun würde ich sagen, Augen auf, nicht beim Eierkauf, Ostern ist vorbei, sondern Augen auf, denn jetzt kommt Bojang Jin aus China. Und der Junge, der hat Schneid, der hat Mut, der knallt richtig was raus. Er hat seinen Kollegen total abgelöst, ist die Nummer 1 Chinas, hat bei den Vor-Continental-Meisterschaften einen phänomenalen zweiten Platz belegt. Man, glaube ich, kann man schon als Senkrechtstarter betrachten diese Saison. Ja, auf jeden Fall. Also seine unglaubliche Sicherheit bei seinem Paradeelement, dem vierfachen Lutz, hat er kein einziges Mal verpatzt in der Saison. Und das ist ein Element, wo er auf der Welt der Einzige ist, der es beherrscht. Und er springt hier zwei Vierfache. Zumindest hat er das vor. Aufgepasst. Das war zwar nicht verpatzt, aber sagen wir mal, der Nachdreher, das ist, sagen wir mal, der schlimmste Fehler, der in der ganzen Saison passiert ist. Da wird manch einer für den Fehler tauschen wollen. Ja. Tja, liebe Zuschauer, bis vor vielleicht zwei Jahren oder vielleicht sogar einem Jahr haben ihn nur die Fachleute gekannt. Klar, weil er bei Junioren-Weltmeisterschaften ein paar Mal dabei war, immer einstellige Resultate erzielte, einmal sogar Zweiter wurde, aber in einem größeren Publikum, glaube ich, ist er erst dann bei den Vor-Continental-Meisterschaften bekannt geworden. Eventuell auch schon beim Grand Prix-Finale, aber jetzt, glaube ich, jetzt kennen ihn alle. Ja. WM-Premiere, besser kann man es kaum machen. Klar kann man es immer besser machen, aber das war schon stark. Der ist noch keine 20. Ja, noch nicht mal 19, aber eine unglaubliche Zukunft. Also wenn der sich in den Programmkomponenten, in seinem Eislaufen noch ein bisschen verbessert, das wird er. Dann kommen die Medaillen irgendwann von alleine. Ja. Was allerdings auch keiner so richtig weiß, wie ist das? Wie hält das ein Körper aus, wenn man schon so früh vierfach springt? Er hat ja eben schon im Alter von 16 damit angefangen. In den letzten Jahren haben eigentlich im Juniorenbereich noch nicht viele vierfach gesprungen. Das ist ein interessantes Thema. Wie ist das mit 25? Ja. Ja. Fällt mir jetzt gerade
der deutsche Kunstturner Fabian Hambüchen ein, dessen Meldung von der Nichtteilnahme bei der Olympia-Qualifikation in Rio de Janeiro durch die Medien gegangen ist, der dann sagte, ich kann ja kaum noch einen Krug in die Höhe stemmen, weil meine Schulter, ich hätte es beinahe was salopp formuliert, aber meine Schulter so kaputt ist. Und der war mit 16 schon bei den Olympischen Spielen dabei. Ich meine, was eine Schulter bei den Kunstturnern aushalten muss, sie bahnen sie Reck oder Ringe, müssen wir nicht gucken. Ja. Und das ist durchaus eine gute Diskussionsgrundlage. Aber eines steht auch fest, während er in den Eiskunstlaufhimmel stürmt, ist Jan Hahn, sein Kollege, in der Hölle gelandet. Ja, völlig verpasst das Kurzprogramm. Und sozusagen die Höchststrafe, nämlich nicht qualifiziert für die Kür. Unglaublich. Ja. Also nachdem er in diesem Jahr Licht und Schatten gezeigt hat, Han Yan mit drei verpatzten Sprungelementen, ganz klar, da helfen die besten Komponenten nichts mehr. Ja. Nur noch Schatten, während wir hin schon ein paar Sonnenstrahlen abfallen für Bo Yangjin, 89,86 Punkte.